Nächste Rednerin, Angela Gammon von den NEOS, Frauensprecherin ihrer Partei. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, mit dem Weltfrauentag und dem bald kommenden Equal Pay Day haben ja alle Medien in Österreich wieder mal einen Anlass darüber zu schreiben oder einmal im Jahr darüber zu sinnieren, warum wir in Österreich immer noch nicht weiter sind. Aber ich glaube, dass genau hier die Wurzel des Problems liegt. Es reicht eben nicht, einmal im Jahr über schnelle Lösungen zu sprechen, wenn man nicht bereit ist, sich anzuschauen, was es wirklich für strukturelle Rahmenbedingungen sind, die zu dieser Situation in Österreich führen. Und das ist nun einmal sehr komplex und auch politisch schwer zu erklären, weil es sind auch ein paar unangenehme Wahrheiten dabei, die uns alle dazu bringen müssten, unsere eigenen Rollenbilder, die wir schon länger verankert haben, zu hinterfragen und auch zu hinterfragen, ob wir wirklich bereit sind, uns grundsätzlich dafür einzusetzen, dass alle Frauen in Österreich selbstbestimmt und unabhängig leben können, weil dafür sind einige Änderungen notwendig. Frau Ministerin, Sie haben auch schon im Standard gesagt, im Interview, dass zur Lösung der Probleme Sie alle Regierungsmitglieder brauchen. Ich stimme dem zu. Ich glaube, dass alle Ministerinnen und alle Minister Frauenminister sein sollten. Wir werden es sonst nicht lösen können. Es sind vielerorts Probleme, gerade im sozialpolitischen, arbeitsmarktpolitischen Bereich, die wir angehen müssen, gerade um das Thema der Lohnschere anzugehen. Sie haben im Standard auch gesagt, dass zum Schließen der Lohnschere folgende Maßnahmen notwendig wären. Das ist einerseits die Lohntransparenz und auch den Mindestlohn, den Sie heute auch schon wieder angesprochen haben. Meine These ist, dass weder Gehaltstransparenz in Betrieben noch der Mindestlohn nun die Lohnschere von heute auf morgen schließen werden. Wir schauen immer wieder gerne zu Ländern wie Schweden, Island, Norwegen, die scheinbar alles besser gemacht haben, wo Frauen und Männer quasi so gut wie möglich gleichberechtigt sind, wo es fast schon zu einer 50-50-Aufteilung der Betreuungsverantwortung kommt, wo Männer und Frauen beide in Teilzeit gehen, wo Frauen nicht früher in Pension gedrängt werden, nicht in Altersarmut landen. Ja, und dann suchen wir nach einer magischen Lösung, die das Problem nach jahrzehntelanger Untätigkeit von heute auf morgen plötzlich uns in die utopische Zukunft führen sollte. Genauso wie man von heute auf morgen kein Studium abschließen kann oder von heute auf morgen ja auch nicht die magische Verwaltungsreform zustande bringen kann, wird das, glaube ich, auch beim Gender Pay Gap nicht funktionieren. Wenn es so wäre, müsste man sich nämlich fragen, warum wir das nicht schon längst gemacht haben, wenn es denn so einfach zu lösen ist. Sie haben auch gesagt, dass Sie mit anderen Organisationen ins Gespräch kommen wollen und sich anhören möchten, was die für Lösungsvorschläge haben zum Thema Gender Pay Gap. Wir bringen gerne auch unsere Vorschläge ein. Die sind aber keine allzu einfachen und einfach kommunizierbaren, weil es sich eben um ein komplexes Problem handelt. Da geht es einerseits, wie man die teilweise staatlich subventionierte konservative Rollenzuschreibung, da hat es gerade im Vorarlberger Landtag eine Debatte dazu gegeben, was ja offensichtlich auch zu Spannungen in der schwarz-grünen Landesregierung geführt hat, weil es da schon auch immer noch Leistungen gibt, wie der Vorarlberger Familienzuschuss, die ganz explizit darauf abzielen, ein altes, konservatives Frauenbild einzuzementieren mit Steuergeldern. Und das ist etwas, was wir uns nicht mehr leisten können als Gesellschaft, wo wir uns dringend anschauen müssen, was es für Leistungen in ganz Österreich gibt, wo wir unser Geld in die Hand nehmen, um die staatliche Ungleichbehandlung weiter zu verlängern. Ich muss auch der Kollegin Schittenheim sagen, dass ich es auch nicht gut finde, wenn Sie haben gesagt, es gibt 21% Lohnunterschied für denselben Job. Genau das ist der Gender Pay Gap ja eigentlich nicht, weil es eben nicht um denselben Job geht, 21%. Und das ist ein Problem, mit dem ich zum Beispiel jeden Tag zu tun habe, wenn Männer kommen und sagen, ach, der Gender Pay Gap, das ist ja alles nur erfunden und quasi Teil der feministischen Weltverschwörung und so weiter. Das ist es eben nicht. Es geht darum, dass 21% der Unterschied ist von dem, was alle Frauen in Österreich verdienen im Vergleich zu Männern. Und das macht es aber um keinen Deut besser. Das ist genauso ein Problem als alles andere. Und das Problem daran ist, dass wir hier von einem erklärbaren Unterschied reden. Wir reden immer von einem erklärbaren oder von einem nicht bereinigten Gender Pay Gap. Was soll denn das heißen? Wenn es erklärbar ist, heißt es, dass es einen großen Teil des Gender Pay Gaps gibt, der politische Gründe hat, die man von heute auf morgen wirklich ändern kann, wo es wirklich Lösungsvorschläge gibt, wie man den erklärbaren Teil lösen kann. Weil erklärbar heißt, wir können es uns alle erklären. Wie wir das aber dann trotzdem hinnehmen können, politisch, ist eine andere Frage. Die To-Do-Liste ist wirklich lang in dem Bereich.
Da möchte ich aber der Kollegin Schittenheim danken, dass sie auch das Thema Gendermedizin angesprochen hat. Das ist etwas ganz Wichtiges, was mir auch wichtig ist, wo ich glaube, dass sehr viele Chancen darin bestehen, dass Sie das als Gesundheitsministerin auch machen können, ist im Bereich der sexuellen Selbstbestimmung. Das Thema Verhütung zum Beispiel ist bei uns immer noch ein Tabuthema. Und ich glaube, es wäre an der Zeit, dass wir das im Jahr 2017 endgültig lösen. Wir wünschen Ihnen das Beste und viel Erfolg, weil es ja um alle Frauen geht, die nach uns kommen. Und daher, glaube ich, ist es in unser aller Sinne, wenn wir mit Ihnen zusammenarbeiten und konstruktive Vorschläge erarbeiten. Dankeschön. Das war Angela Gammon von den NEOS.